Nächster Teil. Es geht um die gelbe Formel. Das ist die typische Formel der Parallelschaltung. Wenn ich zwei Widerstände parallel schalte, unterschiedlicher Größe, dann muss ich diese Formel anwenden, um R gesamt zu nehmen. Da kommt gleich das Stürzen wieder. Aber Achtung, man darf keine Summen stürzen. Das darf man nicht. Also nicht einfach sagen, was? Jetzt drehe ich einfach hier den Nenner und Zähler um und drehe hier auch Nenner und Zähler 1 gleichzeitig um. Das geht nicht. Achtung. Das ist eine Summe, da darf man es noch nicht. Aber mit der Formel kommen wir gleich weiter. Ich mache mal hier unten weiter. Ach, Mathe kann richtig schön sein. Macht eigentlich Spaß. Also, 1 durch R gesamt gleich 1 durch R1 plus 1 durch R2. Ich sag mal, wir möchten jetzt gerne R1 alleine stehen lassen. Na gut, nicht weiter schlimm. Wir wissen ja. Das Schlimmste, was uns passieren kann, in Anführungsstrichen, ist, wenn eine gesuchte Größe unter dem Bruchstrich steht, das heißt raus damit, runter, weg, 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 aus dem Bruchstrich raus. Wie sieht das aus? Es gibt verschiedene Wege, probieren wir es mal aus. Nehmen wir mal an, ich fange so an, ich sage, ich nehme alles mal R1, dann würde es wie folgt aussehen, dann steht hier R1 durch R gesamt, ist gleich, ich schreibe es mal ausführlich hin, R1 durch R1 plus R1 durch R2. Das hier kürzt sich. Wunderbar. Da bleibt eine 1 stehen. Also richtig gekürzt, alles weggestrichen, bleiben Einsen stehen. Und jetzt möchte ich aber R1 haben. Jetzt bin ich angeschmiert. Hier ist es weg, hier steht es noch. Was mache ich nun? Also an der Stelle kommt man so nicht einfach weiter. Deswegen ist das hier ein unkluger Schritt. Ich würde es jetzt so nicht weitermachen. Geht trotzdem weiter, würde ich aber nicht machen. Das ist nicht schön hier. Also das lieber nicht. Trotz des Kürzens, aber die R1 bleiben jetzt auf beiden Seiten verteilt. Was machen wir? Wir lassen das erstmal, das R1, 1 durch R1 hier unten drüben stehen und sagen, nein, hinterm Regiestrich steht minus 1 durch R2. Wie sieht es dann aus? Auch nicht weiter schlimm. Dann steht hier 1 durch R gesamt ist gleich. Entschuldigung. Minus 1 durch R2 ist gleich 1 durch R1. Jetzt habe ich das R1 aber immer noch nicht raus. Wenn ich, jetzt kommt ein zweiter Weg, wenn ich zum Beispiel sage, R gesamt wäre, wenn ich also ausrechnete, R gesamt wäre meinetwegen 4 Ohm und R2 wäre 7 Ohm. Und ich würde das hier einsetzen, da würde hier stehen 1 durch 4 Ohm minus 1 durch 7 und Ohm. Ich sage ganz bewusst und Ohm. 7 mal Ohm. Ich sage 1 durch 7 mal Ohm, sondern 1 durch 7 und durch Ohm geteilt. Deswegen, hier steht ein stilles Mal. Aber wenn ich das Mal so spreche, spreche ich es falsch. Ist 1 durch R1. Ich habe immer noch kein echtes R1. Ich mache jetzt mal hier drüben weiter. Was passiert? Ich brauche hier den gleichen Nenner. Ich sage mal, das sind 28. Ohmtel. Ganz frech. Also sage ich, mit wie viel muss ich multiplizieren? Hier mit 7. Das sind 7 durch 28 und Ohm minus. Hier muss ich mit 4 multiplizieren. 4 durch 28 und Ohm ist gleich 1 durch R1. Wenn ich jetzt sage, oh schick, jetzt kann ich ja loslegen. Die beiden haben nämlich den gleichen Nenner. Jetzt kann ich auch wirklich abziehen. Dann habe ich 3 durch 28 und Ohm ist 1 durch R1. Und jetzt darf ich stürzen. Also jetzt stürzen hieße. Auf der rechten Seite steht R1 durch R1, also kann ich gleich R1 so hinschreiben und hier steht 28 Ohm und zwar 28 Drittel Ohm. Das wäre jetzt hier die Sache mit Zahlen. Aber was mache ich, wenn ich jetzt an dieser Stelle, na, wenn ich jetzt an dieser Stelle angelangt bin und ich darf aber nicht mit Zahlen arbeiten, sondern ich möchte eine allgemeine Formel haben? Naja, nun, dann müssen wir uns das einfallen lassen, was aber auch nicht weiter schlimm ist. Dann schaffen wir uns hier wieder gleiche Nenner. Obwohl es scheinbar gar nicht so geht, weil wir keine Zahlen haben, das ist aber nicht schlimm. Wie sieht denn, wenn man mal sagt hier 4 und 7, wie sind da das kleinste gemeinsame Vielfache, das naheliegendste, na, 4 mal 7, 28. Das heißt, ich habe hier mit dem anderen Nenner multipliziert und hier auf der anderen Seite mit dem Nenner. Das gleiche können wir nämlich hier anwenden. Also, jetzt geht es hier unten weiter. Ich sage ganz einfach, ich sage zu dem gemeinsamen Nenner R gesamt mal R2. Und womit muss ich hier multiplizieren, damit hier das so hinkommt? Na ganz einfach mit R2.
Also ich habe mit R2 erweitert. Wenn ich das hier wieder rauskürze, steht wieder 1 durch R gesamt. Na, jetzt hier durch R2 bleibt hier eine 1 und hier eine 1. Dann steht hier 1 durch R gesamt. Ich mache das mal wieder rückgängig. Na, so. Und das gleiche mache ich jetzt hiermit. Ich sage, hiermit muss ich mit R gesamt erweitern. Dann habe ich hier unten wieder, wenn ich jetzt schreibe R2 mal R gesamt, ist das das gleiche wie hier, R gesamt mal R2. Also schreibe ich es mal wieder so, damit der Nenner schöner aussieht, gleicher aussieht, ne? Also R gesamt und hier R2. So. Und jetzt, hier drüben muss ich nichts machen. Ich habe hier lediglich erweitert. Nochmal, wenn ich das kürze, steht wieder das gelb eingerahmte da oben da. Das ist 1 durch R1. So, jetzt kommt das Schicke. Jetzt hatten wir gesagt, hier drüben auf der Zahlenseite, jetzt kann ich hier wirklich tatsächlich 7 minus 4 rechnen. Und ich habe alles auf dem gleichen Nenner. Wenn ich das jetzt mal hier drauf anwende, habe ich zwar keine Zahlen, die da stehen, aber dann schreibe ich das alles auf einen gemeinsamen Bruchstrich. Nämlich unterm Bruchstrich steht ja unser entwickelter gemeinsamer Nenner. Und hier oben steht R2 minus R gesamt. Ist gleich 1 durch R1. Was haben wir hier? Wir haben einen echten Term, der aus einem Quotienten besteht. Das heißt, wir können das ganze Ding jetzt wirklich stürzen. Dass hier oben noch was abgezogen wird, ist vollkommen egal. Und wenn ich das jetzt stürze, Achtung, jetzt stürzen, dann sieht es so aus, dass der untere Teil, sprich der Nenner nach oben kommt, R gesamt mal R2 durch R2 minus R gesamt ist gleich hier gestürzt R1 durch 1, könnte man auch sagen, brauchen wir aber nicht. So, und jetzt empfehle ich, die Schritte ganz einfach nochmal selber nachzuvollziehen. Also selber, sprich, nochmal hinzuschreiben, selber hinzuschreiben. Mathe ist ja nur Schreiben. Weise ich ja immer wieder darauf hin. Beziehungsweise in diesem Fall kann man das schön machen, dass man sagt, ich möchte mal diese Formelart hier mal nach R2 auflösen. Also, ich würde sagen, hier oben. Hier, diese Formel hier. Die mal nach R2. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Kommt auch selber raus, weiß ich. Aber wenn man es selber nachgemacht hat, man muss den Weg selber gehen, den Weg der Erkenntnis. Dann kann man ihn auch sicherer gehen. Das ist wie mit allem. Wenn ich einmal mir angeguckt habe, wie eine SMS geschrieben wird, sage ich, ach, so geht das. Davon kann ich es aber noch nicht. Perfekt. Na dann, viel Spaß beim Üben. Schöne Ferien wünsche ich allen anderen. Und Nordrhein-Westfalen, glaube ich, hat schon Schulen. Schöne Schultage, trotz der Hitze. Tschüss.